Servus, grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mit meinem Kumpel David. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Jawohl. Heute wird's wild, dreckig, schleimig und verdammt geil. Denn wir sind in der City unterwegs, mal wieder. Und eigentlich fängt jetzt so die geilste Zeit des Jahres an. Wir haben hier schon geile Fische rausgeholt für die Innenstadt. Und mal gucken, ob uns das heute gelingt. Ihr seid auf jeden Fall am Start, freut mich. Wir probieren es einfach, was geht. Wobbler ran und Gibby. Was haben wir denn da? Willst du einen Tipp von mir? Da, 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 da. Dickerchen, Dickerchen, nimm den hier, nimm den hier. Den oder? Den. Ja, den oder? Ich würde eher sagen den hier, oder? Oder allerdings den hier. Ich probiere den hier. Deep Diving, 1,5 Meter. Ja, ich nehme den IU, glaube ich. Ne? Ja. Gute Farbe. Hätten wir eigentlich gar nicht ausmachen müssen, die Kamera, denn der Originator hat schon den ersten Bart klar gemacht, Leute. Ohne Spaß, da wo wir letztens waren im Kupfergraben, war das an dem ganzen Tag der größte Fisch. Für den ersten kein ganz schlechter. Aber schmeißen wir natürlich zurück, denn wir wollen ein paar größere fangen. Leute, es knallt richtig gut schon. Wir fangen jetzt. Na, du kleiner Epileptiker. Alter, schönes Ding. Schöner Fisch. Schön. Richtig geil. Nice. Was schätzt du? 35 wird er haben. 32. Knapp 34. Ja, 34. Bisschen drüber. Schade, der war nicht schlecht, ne? Ich hab mir gerade einen Spin-Jig drauf gemacht und erster Wurf, den kommt auf, pudelt runter und ich krieg direkt ein Biss drauf. Es läuft hier am laufenden Band, fast jeder Wurf ein Treffer und echt schöne City-Barsche. Da kann man echt nicht meckern. Barsch angeln können wir halt. So, der nächste schöne Barsch. Leute, heute läuft es einfach. Diesmal auf dem Barschdesign. Schöner Barsch. Für die City ist es echt nicht häufig, dass man so eine schöne Barsche fängt. Geil, macht richtig Laune. So, der geht erstmal zurück. Heute fische ich übrigens mit der Zeck Swift 225 28 Gramm. Eine andere Variante von der normalen Swift, die ist ja 2,13 Meter und hat 18 Gramm. Die ist ein Ticken länger, hat noch ein bisschen bessere Wurfweite und die hat halt hinten raus noch ein bisschen mehr Bums. Mit 10 Gramm mehr Wurfgewicht ist eine richtig geile Distanz-Uferroute für ein bisschen schwerere Sachen, auch für die Hardbaits, die ich fische jetzt, um die hart zu twitchen. Natürlich könnte man auch die weichere nehmen, aber die hat David sich heute gekreist. Ich freue mich schon, wenn es mit den Zandern so richtig losgeht, weil für so 4-Inch Köder mit so 5 Gramm Köpfen so in der Größe ist genau das Richtige. Wenn ihr von dem Zeug irgendwas haben wollt, geht in den Online-Shop von Zackfishing und wenn ihr dann euch entschließt, so eine Route zu kaufen oder natürlich auch die Köder, die Klamotten oder, dann könnt ihr natürlich immer gerne den Aktionscode Yoshi eingeben. Da gibt es so ein Feld, wenn ihr alles ausgewählt habt. Und dann bekommt ihr noch zu eurer Bestellung was gratis dazu und ihr unterstützt meinen YouTube-Kanal. Also immer schön fleißig an den Aktionscode Yoshi denken. Boah, Leute, wie geil sieht der denn bitte aus? Richtig nicer Fisch. Die sind ja alle relativ dunkel, aber der ist ja mal übertrieben hell.
richtig geil. Und dann auch noch gut genährt. Kein Streifenbarsch ist das. Ein streifenloser Barsch. Was ist hier los, Leute? Der nächste geile Fisch. Knapper 30er. Aber die haben so Power, ist krass. Das macht so richtig, richtig Bock. So liebe ich Barschangeln. Schön Frequenz, geile Durchschnittsgröße und das direkt in der City. Beste Leben. Da biegt sich die Swift aber ganz schön, Freundchen. Das ist geil, so kleiner. Ja, genau. Schöner Aperonski. Absolut. Gib ihm. Sag mal, macht dir das eigentlich Spaß, Großer? Ist okay, wa? Geht. Wird mal Zeit für den Großen, würde ich sagen. So, Freunde der Sonne. Ich glaube, der muss mal an die Scale, oder? Der hat nicht mal 24, oder? Guck mal, deine Hand weg. Warte mal. Leute, wir haben jetzt hier gerade direkt an der Spundwand, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da unten, da hängt ein kleiner Wobbler. Der sieht echt geil aus. Wir überlegen jetzt, ob wir uns den irgendwie holen. Allerdings wollen wir da nicht irgendwie mit einem Spitzenring oder sowas ran, falls er richtig festhängt, sondern wir gucken, ob wir irgendwie einen Stock finden, dass wir da rankommen, weil so ein Wobbler, wieso nicht? Verliert man ab und zu mal ein. Und so ein 15-Euro-Wobbler. Wieso sollte man den nicht mitnehmen, oder? Und nicht, dass sich da irgendein Vogel oder sowas drin verfängt. Geht dann mal immer schön rum. Hast du ihn noch? Das Ding. Yes. Catch of the day. Schönes Ding, Alter. Geil, das ist ein Duo. Reales Chat 62. Mega, geile Farbe, mag ich auch die Farbe. Feierlich. Frage ist, warum der sich den nicht selber geholt hat. Tja. Dann war jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, oder? Vielleicht hat er keine Arme und kennt ja das Motto. Keine Arme, keine Kekse. Und auch keine Wobbler. Hier kann man immer schön ins Wasser gucken. Hier darf man aber nicht angeln, Großer. Hier ist auch alles voll mit Kleinfisch. Ja. Na, erstmal selbst. Erstmal was knuspern und dann probieren wir noch mal einen anderen Spot. Genau. So, der neue Spot bringt Fisch. Ein Barsch auf Crankbait. Da ist er, der erste vom neuen Spot. Mal gucken, ob hier noch ein paar dickere chillen. Cranky, Crank. Cranksen, Alter. Wollen sie haben, die Crankbaits, ne? Ja. Twitchbait hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Aber der Crank ist gerade Köder des Moments. Da ist er. Schön. Aber zwar. Toll gemacht. Toll gemacht, David. Super. Mega. So, Yoshi hat jetzt mal einen richtig guten drauf. Endlich mal. Zeig mal her. 1, 2, 3. Hey. Was hat der? Der hat auf jeden Fall 30, oder? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall 30. Ordentlich. Ordentlich. Richtig geiler Fisch. Stark. So, der Spot gerade hat so, wie viele Fische waren es, knapp 10 Stück gebracht. Darunter ein richtig guter, also für die Verhältnisse hier in der City. Dann 2, 3 mittelmäßige und ein paar kleine. Hat sich schon gelohnt, aber wir wollen jetzt den ganz dicken und probieren es jetzt nochmal an der Brücke, wo wir am Anfang waren. Da kommt nochmal ein dicker. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Schöne Scheiße, wir sind am Spot angekommen und der Spot ist full wie Kaffee. Ich komme Spot full. Ist egal, denn wir stellen uns einfach neben die Brücke. Wir haben jetzt hier schon ein paar Würfe gemacht, die ersten Fische waren auch schon wieder da. Aber ist krass, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Angler um uns herum. Also der Spot ist jetzt kein großes Geheimnis mehr.
Ich verrate euch allerdings trotzdem nicht, wo wir sind. Diejenigen, die den Spot kennen, wissen es wahrscheinlich. Und die nicht kennen, braucht nicht alles wissen. Soll nicht böse gemeint sein. Stimmt's, Rambo? Ist so. Kloppo. Richtig schöner Fisch. Ich liebe das, wenn die Barsche so richtig schön kompakt sind und nicht so längst. Und auch wieder auf Wobbler. Heute ist irgendwie Wobbler auf jeden Fall die Macht. Schöner Fisch. Unsere Brücke ist frei, Leute. Wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Richtig krass. Zieht euch das mal rein. Da liegt einfach ein toter Kormoran und daneben ein toter Aal. Ich zoome euch da mal ein bisschen ran. Alter, das ist krass. Ich wette, das Viech ist wegen dem Aal erstickt. Krass. Also eigentlich würde ich sagen, dass mir das ganz schön leid tut. Aber ich muss ehrlich sein, nur für den Aal. Das ist ja mal echt krass. Ein Aal und ein toter Kormoran. Ich könnte wetten, dass er an dem erstickt ist. Krasse Nummer auf jeden Fall. Kann man eigentlich nur eine Sache sagen, oder David? Rest in peace, Ali G. Der Spot ist jetzt doch gar nicht mehr so krass, weil hier so viel Laub und Äste und sowas rumtreiben, dass wir hier kaum vernünftig fischen können. Alles ist voll, das ganze Wasser, und sobald man mit dem Drilling hier irgendwie ein bisschen rumwirft, hat man sofort ein Blatt dran. So, das war der vorletzte. Und einen fangen wir noch. Alter, hat der eine geile Rückenflosse. Guck mal, wie groß die Rückenflosse ist, wie lang. Mega. Der hat aber eine große Rückenflosse, Mensch. Der hat aber eine große Rückenflosse. Der hat einen großen Ich würde sagen, naja. Und jetzt lassen wir den großrückflossigen Kameraden wieder schwimmen. So, jetzt darfst du noch einfangen und dann können wir gehen. Ja? Ja. So kennt man ihn, David. Vielleicht nicht der Größte, aber, mit den, aber eindeutig der Schönste. Mit den riesen Okulinen. Schöner Abschlussfischer, auf jeden Fall. Gib ihm. Plups. Schöner Körper. Leute, das war's. David hat sich endlich noch auf den letzten Wurf entschneidern können. Ich bin mega happy darüber. Quatsch, eine Scheiße, der immer. Manchmal ist es Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, seit wieder Freitag, was jetzt nochmal. Scheiße quatschen und unterhalten? Oder keine Schwanz? Genau. Nicht unterhalten. Remake! Also Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer bei Instagram vorbeischauen, ein Abo dalassen, liken, abonnieren und bei Zack immer an den Aktionscode Yoshi denken. Richtig. Richtig so. Denn dann bekommt ihr schöne Gratisgeschenke und ihr unterstützt meinen YouTube-Kanal. Gerne könnt ihr auch David liken, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Also Leute, ciao, ciao. Tschüssi.